Heute vor genau 20 Jahren ist Falk ums Leben gekommen. Der große österreichische Rockstar ist damals in der Dominikanischen Republik ums Leben gekommen. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war damals im Gymnasium, die ganze Klasse war schockiert. Ja, es gibt so Meldungen, an die erinnert man sich sein Leben lang, wo man war. Bei mir war das Freddie Mercury, dann Lady Diana, weiß ich auch noch, und Falco natürlich. Laura Dross, die kann sich an den Tag nicht erinnern, die war damals nämlich noch lange nicht auf der Welt. Dafür kann sie Falco singen. Der Oberkranz, ein neuer Tanzschritt-Rhythmus in die Hüften der Stadt. Man sieht und kennt und sagt sich, was diese noch zu sagen hat. Frag nicht nach neuen alten Werten. Seht, was es nicht, seht nur Gefühl. Die Nacht gehört uns bis zum Morgen. Wir spielen jedes Spiel. Singt eine junge Rummerin. Aus Rom in Tirol stammt sie, nämlich die Laura Dross. 14 Jahre ist sie jung und bei mir ist der Mann, der sie entdeckt hat, Wolfgang Kosmeter von der Falco Stiftung. Sie haben sie im Zuge eines Gesangswettbewerbs an Schulen entdeckt. Was ist das für ein Bewerb? Also Helden von heute, Falco Goes Cool, ist ein Talentwettbewerb, den wir von der Falco Privatstiftung ins Leben gerufen haben, zur Förderung österreichischer Talente aus den Schulen heraus. Wir haben gesagt, man sollte so früh als möglich beginnen und den Leuten dort eine Chance geben, dass man sie vielleicht auch professionell unterstützt. 14 Jahre, haben wir gesagt, ist die Laura, vor 20 Jahren ist Falco gestorben. Das heißt, für diese Menschen kann er kein Begriff mehr sein, oder ist er es doch? No, das ist vollkommen richtig. Also vor 3 Jahren, ich habe selbst Kinder mit 10 und 14 Jahren, die haben mit Falco nicht wirklich als Person was anfangen können. Man hat halt gekannt, Rock Me Amadeus, Genie und eben diese Top-Hits, aber mit der Person selbst nicht. Aber ich sehe gerade, die Laura ist schon zu uns gekommen. Laura, bitteschön. Herzliche Gratulation, erst einmal super gemacht. Wir haben gerade darüber gesprochen, was Menschen deiner Generation mit dem Begriff Falco anfangen können. Wann hast denn du deinen Erstkontakt gehabt? Also Falco habe ich immer schon gekannt. Lieder von ihm sind ja überall im Radio, er ist ja sehr bekannt. Aber mit Falco Goes Cool habe ich dann Falco erst wirklich kennenlernen dürfen und ich bin sehr stolz darauf, dass ich das durfte. Was hat dich dazu bewogen, bei diesem Wettbewerb mitzumachen? Mein Lehrer in der Hauptschule, der Romet Gina, hat mich bei dem Wettbewerb angemeldet und dann habe ich Wolfi kennengelernt und dann ist es so weitergegangen. Wie soll es jetzt weitergehen? Wirst du eine Gesangskarriere anstreben? Möchtest du davon einmal leben können? Also Schule geht natürlich vor, aber falls sich sowas ergeben sollte, dann bin ich dabei. Hilfe kommt von der Falco Stiftung. Ja. Sie haben sich unter anderem zum Ziel gesetzt, junge Talente zu unterstützen. Wie schaut das aus? Naja, so also wie man bei der Laura schon sieht, sie ist im UF-Studio, sie ist präsent, sie war beim Requiem dabei, sie hat schon zweimal bei dem Talentwettbewerb mitgemacht, immer vordere Plätze eingenommen und ist super präsent, hat eine tolle Stimme und wie gesagt, wir sagen auch weiter, das Wichtige ist, dass in erster Linie mal die Schule vorangeht, dass man einen Job einmal sich mal schauen muss, was man weitermacht. Musikbusiness ist ja nicht immer so nach oben, sondern gibt es auch Ups und Downs. Das weiß die Laura bestens und sie ist mit 14 schon super professionell. Absolut, war schon da, ganz in der Früh gestellt zu Guten Morgen Österreich. Auch diese Woche bei uns in Guten Morgen Österreich übrigens eine gute alte Tradition. Für Sie gibt es nämlich etwas zu gewinnen.